Ja, ganz vielen Dank für die herzlichen Begrüßungsworte und auch für die Einladung, hier in der Gemeinde über das Thema Organspende zu sprechen. Ist für einen Christen die Organspende eine ethische Verpflichtung? Mit dieser Frage wollen wir uns in der nächsten Stunde auseinandersetzen. Ganz kurz nochmal als Hinzufügung zu der Vorstellung. Augenblick. Genau. Genau. Wie schon gesagt, bin ich Arzt im Bereich der Neurologie, also alles, was sich mit Gehirn und Nerven auseinandersetzt. Ich habe promoviert im Bereich der Neurophysiologie, also im Bereich der Hirnforschung, im sehr spannenden und vielfältigen Bereich der Musikermedizin. Ich bin verheiratet, meine Frau ist mit dabei und unsere zwei Kinder sind in Hannover geblieben bei Babysittern. Bei der langen Fahrt haben wir die dann dort gelassen. Und außerdem arbeite ich mit im Bereich des CDK, Christen im Dienst am Kranken. Dazu werde ich später noch ein bisschen was sagen. Muss ich mal schauen. Ja, es ist. In 1. Mose 1, Vers 28, 27 bis 28 haben wir gerade schon gehört, da wird die Würde des Menschen dargestellt. Und zwar wird ja immer wieder auch in unseren Tagen darüber diskutiert, warum haben wir als Menschen eine Würde? Und die Bibel antwortet darauf, indem sie sagt, wir haben eine Würde, weil Gott uns geschaffen hat, weil Gott sein Ebenbild in uns hineingelegt hat. Und daraus folgert sich, dass der Mensch eine Würde hat, eine Heiligkeit des Lebens, die ihm keiner nehmen kann, zu keinem Zeitpunkt, auch nicht im Sterben. Und deswegen werden wir später noch einmal auf die Frage zurückkommen, wie muss die Organspende vor diesem Hintergrund des biblischen Befunds beurteilt werden? Das ist immer so eine grüne Anzeige. Ich weiß nicht, ob das dann. Okay, gut. Okay, dann, ja. Dann einmal genau die nächste Folie einfach das einmal durchlaufen lassen. Das Thema der Organspende ist populär geworden dadurch, dass Spahn auf den Tagesplan gestellt hat, dass eventuell die derzeitige Entscheidungslösung abgeändert werden soll. Die Folie kann einfach mal durchlaufen lassen. Und zwar wurde versucht, dieses Gesetz, das wir aktuell haben, abzuändern, was letztlich nicht gelungen ist. Jens Spahn tut sich aktuell durch ganz andere Themen, wie wir alle wissen, hervor, aber dadurch ist er an allererster Stelle berühmt geworden. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie genau funktioniert eine Organspende, um danach beurteilen zu können, ob diese ethisch vertretbar ist oder sogar eine ethische Verpflichtung für uns Christen darstellt. Deswegen möchte ich an allererster Stelle auf den Ablauf der Organspende eingehen und dann anschließend danach fragen, wie die Diagnose eines Hirntods festgestellt wird und ganz zum Schluss die Frage danach, ob ein Hirntoter tot ist, weil daran letztlich sich alles knüpft. Ganz kurz zur Geschichte der Transplantationsmedizin. Die Transplantationsmedizin hat ihre ersten großen Erfolge in den 50er und 60er Jahren gemacht. Dort waren die allerersten wirklich erfolgreichen Transplantationen durchgeführt worden. Und daraus ergaben sich einige Herausforderungen, die danach fragen, wie kommen wir letztlich an die Organe dran? Und da gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Ruhig genau weiterschalten einmal. Und noch eine Folie. Da gibt es zwei Möglichkeiten, einmal die Lebensspende und die Todspende, also die postmortale Spende. Die Lebensspende besagt, dass ich als lebender Mensch ein Organ gebe, auf das ich sozusagen verzichten kann, was an sich schon eine Einbußung darstellen könnte, aber darauf kann ich prinzipiell verzichten. Ich habe zwei Nieren, von denen könnte ich eine geben. Ich könnte einen Teil der Leber spenden oder auch einen Teil des Pankreas, also der Bauchspeicheldrüse. Das ist der Bereich, der auch aktuell noch ziemlich gut funktioniert. Und da einmal eine Folie weiter. Die Bedingungen für die Lebensspende sind die, dass man volljährig sein muss, dass man aufgeklärt werden soll im Vorfeld und dass man für die Organspende geeignet ist. Das heißt, wenn man selber schon Vorerkrankungen hat, ist das eher schwierig. Und man muss dem Empfänger nahestehen. Das heißt, ich kann nicht hingehen und sagen, ich möchte meine Niere an irgendjemanden geben, der sie jetzt gerade braucht, sondern es muss jemand sein, der mir nahesteht, am ehesten jemand, der mit mir verwandt ist. Das ist die Bedingung für die Lebensspende. Die Vorteile für die Lebensspende in der nächsten Folie sind, dass der Zeitpunkt für die Lebendorganspende so gewählt werden kann, dass
die Chance auf eine erfolgreiche Transplantation möglichst hoch ist. Die Organqualität ist sehr gut und die Operation kann im selben Krankenhaus stattfinden. In dem Moment, wo in dem einen Operationssaal die Niere entnommen wird, kann in dem nächsten Operationssaal die Niere transplantiert werden. Hier muss man sagen, hier gibt es überhaupt keine ethischen Konflikte, sondern wenn jetzt beispielsweise mein eigener Vater eine Niere bräuchte und ich dafür in Frage käme von den Voruntersuchungen her, spricht als Christ überhaupt nichts gegen diese Lebensspende. Ob sich daraus eine echte ethische Verpflichtung ergibt, ist eine andere Frage, aber zum ersten Mal muss man sagen, eine Lebensspende ist aus christlicher Sicht überhaupt nicht fragwürdig, nicht problematisch, sondern das ist ein Bereich, der mit gutem Gewissen gegangen werden kann. Aber das große Problem ist, dass die Lebensspende lange nicht ausreicht, um den großen Bedarf, den wir haben in Deutschland an Organtransplantationen, letztlich zu sättigen, zu bewerkstelligen. Und deshalb gibt es einen weiteren Zweig in der nächsten Folie der Organspende, und das ist die sogenannte postmortale Spende. Postmortal heißt nichts anderes als eine Spende von einem Toten, postmortal, nach dem Tod. Das Problem der postmortalen Spende ist folgendes. Wenn ich von einem echten Leichnam ein Organ entnehmen würde, wäre dieses Organ bereits unbrauchbar. Jemand, der gestorben ist und wo ich als Arzt zum Beispiel zur Leichenschau hineinkomme, dessen Organe sind so lange vom Sauerstoff abgeschnitten worden, dass diese nicht mehr Verwendung finden können in einem lebenden Organismus. Und deswegen haben wir bei der postmortalen Spende, und das ist das A und O letztlich der Organtransplantation, das Problem, dass die postmortale Spende zu einem Zeitpunkt durchgeführt werden muss, wo die betreffende Person so tot wie nötig und so lebendig wie möglich sein muss. So tot wie möglich und so lebendig wie irgend möglich. Und das ist letztlich das große Dilemma, in dem sich die Organtransplantation befindet. Daher ergibt sich die große Frage, wann ist ein Mensch tot? Nächste Folie bitte. Wann ist ein Mensch tot? Früher galt der irreversible Herz-Kreislauf-Stillstand als tot. Das heißt, das Herz schlägt nicht mehr, die Atmung ist erloschen, der Mensch wird kalt, kriegt Leichenflecken und ist tot. Das ist das allgemeine Verständnis von dem, wie wir Tod definieren. In einer Leichenschau muss ich als Arzt nachweisen, dass die sicheren Todeszeichen vorliegen. Das Herz schlägt nicht mehr, die Atmung schlägt nicht mehr und nach 60 bis 60 Minuten, nach einigen Stunden setzt dann die Leichenstarre ein, die Totenflecken werden sichtbar. Es ist sicher, diese Person ist nicht mehr unter den Lebenden. Oder anders gesagt, das Auge bricht. Das ist das, was man im Volksmund kennt. Wenn man einem Leichnam in die Augen guckt, sieht man kein Leben mehr da drin. Das ist das, was herkömmlich als Tod bezeichnet wird. Das Problem ist, dass der irreversible Herz-Kreislauf-Stillstand nicht herhalten kann für eine Organtransplantation, weil dieser Tote gewissermaßen zu tot ist. Und deswegen gibt es eine neue Definition des Todes in der nächsten Folie, und zwar die Definition des Hirntods. Beim Hirntod, seit 1968 definiert als tot, gilt jemand als tot, wenn sein Gehirn nicht mehr funktioniert. Wenn das Gehirn nicht mehr durchblutet wird, wenn es im Kopf sozusagen im Begriff ist, abzusterben. Wie es dazu kommt, darauf gehe ich gleich ein. Und diese Personen, die hirntot sind, liegen noch auf der Intensivstation, ihr Herz schlägt noch, sie werden beatmet. Das bedeutet, dass alle anderen Organe noch durchblutet werden und damit noch lebendig sind. Und die kann man dann natürlich verwenden, weil eben dort noch eine Sauerstoffversorgung stattfindet, sodass die eben noch geeignet sind für eine eventuelle Organtransplantation. Wie läuft denn jetzt genau eine Organtransplantation ab? Und zwar gibt es dort einen Kreislauf, der ziemlich gut dokumentiert, wie es von dem Zeitpunkt, dass jemand stark verunglückt und dann mit einem Hirntod im Krankenhaus liegt, dazu kommt, dass ihm am Ende die Organe entnommen werden. Die allererste Station ist, dass jemand meist einen starken Unfall hat, eine schwere Erkrankung kann es auch sein, und die dazu führt, dass man eine schwere Hirnschädigung hat. Plastisches Beispiel: ein Motorradfahrer, der verunglückt, indem er irgendwo gegenfährt mit einer solchen Geschwindigkeit, dass
sein Gehirn einen schweren Schädelhirntrauma erleidet und dadurch eine schwere Hirnblutung ausgelöst wird. Das ist der Klassiker, muss man sagen. Und wenn man einmal sich die Statistik anguckt in der nächsten Folie, mit wie vielen Gründen jemand letztlich hirntot wird, so ist an allererster Stelle die intrakranielle Blutung zu nennen. Zu 50% sind es Personen, die Hirnblutungen haben und die dadurch hirntot werden. An zweiter Stelle ist die ischämisch-hypoxische Hirnschädigung zu nennen. Das sind diejenigen, die reanimiert werden, wo so lange reanimiert wurde, dass das Herz irgendwann wieder anfängt zu schlagen, aber in der Zeit, wo das Herz nicht richtig geschlagen hat, das Gehirn nicht mit genügend Sauerstoff versorgt wurde und deshalb dieses Gehirn nicht mehr arbeitet. Das sind die zwei häufigsten Gründe, warum Menschen hirntot werden. Einmal die Hirnblutungen, meist ausgelöst durch ein Trauma und eben eine Reanimation, die an und für sich erfolgreich ist, aber die dazu geführt hat, dass das Gehirn zu lange vom Sauerstoff abgeschnitten wurde, denn das Gehirn ist sehr sensibel auf Sauerstoffmangelversorgung. Wenn diese Person nun ins Krankenhaus kommt, wird natürlich erst einmal alles getan, um sie irgendwie wieder zurückzuholen. Aber häufig wird relativ schnell klar auf der Intensivstation, dass diese Person nicht mehr ins normale Leben zurückfinden kann, weil das Gehirn nicht mehr funktioniert. Und was dann passiert an zweiter Stelle ist, dass eine Hirntodfeststellung durchgeführt wird. Da kommt ein Neurologe oder Neurochirurge und ein zweiter Arzt aus einer anderen Fachrichtung, es kann aber auch nochmal ein Neurologe oder Neurochirurg sein, und die stellen den Hirntod fest mit einer Diagnostik, die ich gleich noch darstellen werde in der nächsten Folie. Und die sagen, diese Person hat einen irreversiblen Hirnschaden. Das heißt, dass das Gehirn von dieser Person nicht mehr funktioniert und das ist wichtig, nie mehr funktionieren wird. Zu keinem Zeitpunkt, egal wie lange wir warten, egal wie lange wir beatmen, dieses Gehirn wird nie wieder funktionieren. Und damit ist diese Person hirntot. Und das ist die entscheidende Bedingung dafür, dass nun die Organe entnommen werden können, wenn eine Bestätigung der Entscheidung vorliegt. Das heißt, jetzt fragt man entweder den Patienten selbst, ob er irgendwie einen Organspendeausweis bei sich trägt und angekreuzt ist, ja, ich möchte meine Organe spenden. Oder wenn das nicht vorhanden ist, was auch relativ häufig vorkommt, werden die Angehörigen gefragt und die werden danach gefragt, was hätte dieser Patient gewollt? Und wenn die sagen, er hätte gewollt, dass die Organe gespendet werden, dann wird er freigegeben zur Organspende. Und dann, wenn dann auch noch bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wird er zur Organspende freigegeben und dann sieht man im Kreislauf relativ weit hinten dann die Organentnahme. Und bei der Organentnahme werden unterschiedlich viele Organe entnommen. Häufig wird einfach vom Brustbein bis zum Schambein der Mensch im OP aufgeschnitten, mit Eiswasser gespült, damit die Organe quasi schockgefroren werden und dann möglichst lange eben halten. Und die Organe werden entnommen und wie man sich vorstellen kann, in dem Moment, wo lebenswichtige Organe entnommen werden, hört das Herz natürlich auf zu schlagen. Manchmal wird das Herz selbst auch mit entnommen und dann wird quasi der Leichnam später rausgebracht. Und die Frage ist eben, ist die Person jetzt erst tot, wo man ihm auch das Herz entnommen hat, was vorher noch eigenständig geschlagen hat, oder war der schon auf der Intensivstation tot, wo das Herz noch eigenständig geschlagen hat, wo viele Organe noch funktioniert haben, abgesehen vom Gehirn? Das ist eben die spannende Fragestellung, der ich mich gleich widmen werde. Wenn jetzt die Organentnahme erfolgt ist, werden diese Organe transportiert zu der Person, wo die eben hinein transplantiert werden sollen. Das ist meistens nicht im selben Krankenhaus, weil die Organentnahme nach einem komplizierten Verfahren erfolgt, nach Listensystemen, wo dann geguckt wird, wer braucht das Organ am dringendsten und wo passt dann auch noch die genetische Grundvoraussetzung, die immunologische Grundvoraussetzung und der werden dann diese Organe transplantiert. Bei der Transplantation haben wir zwei folgende Probleme, auf die ich noch mal ganz kurz hinweisen will, bevor wir uns der nächsten Fragestellung widmen. Bei der Transplantation hat man die Gefahr der Abstoßung. Das heißt, man hat das Problem, dass man ein fremdes Organ in sich hineinbekommt, zum Beispiel eine Niere, und der Körper merkt, da ist irgendetwas Fremdes in meinem Körper. Und was macht ein Körper, wenn etwas Fremdes drin ist? Er reagiert mit einer Abstoßung. Und damit das nicht passiert,
gibt man diesem Patienten starke Medikamente, die das gesamte Immunsystem runterdrücken, runterfahren, sodass diese Abstoßungsreaktion möglichst milde oder eben gar nicht ausgedrückt wird. Die andere Sache ist, jemand, der so starke immunsuppressive Medikation bekommt, er hat ein extrem hohes Infektionsrisiko, was man sich ja vorstellen kann, weil sein Immunsystem eben runtergefahren wird, und er hat ein extrem hohes Risiko, in naher Zeit an einer Krebserkrankung zu erkranken. Das heißt, dass auch die gesamte Sache der Organtransplantation nicht die Heilung des Menschen schlechthin ist, sondern häufig dazu führt, dass dort natürlich das eigentliche Problem, zum Beispiel die kaputte Niere, gelöst ist, aber viele, viele weitere Probleme sich dem anschließen. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass jetzt alles an der entscheidenden Frage liegt, wie genau funktioniert das mit dem Hirntod? Denn wenn ein Hirntoter wirklich tot ist, dann ist die gesamte Organtransplantation ethisch überhaupt kein Problem. Wenn aber ein Hirntoter nicht tot ist, dann haben wir durchaus einige ethische Probleme. Wie genau funktioniert das mit dem Hirntod? Wie genau kann ich als Arzt sagen, da liegt ein Mensch vor mir, dessen Gehirn nicht mehr funktioniert? Was muss ich genau erbringen, um diese Aussage sicher zu treffen? Denn Sie müssen sich das vorstellen, wenn ich jetzt als Arzt hingehe und sage, dieser Mensch wird nie mehr eine intakte Hirnleistung haben, das ist eine ganz schön krasse Aussage und die muss ich gut begründen. Deswegen gibt es ein sehr kompliziertes Prozedere, um einen Hirntod wirklich zu diagnostizieren. In der offiziellen Richtlinie wird der Hirntod oder medizinisch korrekt ausgedrückt der irreversible Hirnfunktionsausfall folgendermaßen definiert. Das gelb markierte. Mit der Feststellung des endgültigen, nicht behebbaren Ausfalls der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms, der sogenannte irreversible Hirnfunktionsausfall, ist der naturwissenschaftlich-medizinische Tod des Menschen festgestellt. In anderen Worten, ein Mensch ist nicht dann tot, wenn das Herz aufhört zu schlagen, es also zu einem unumkehrbaren Stillstand des Herzkreislaufs kommt, sondern laut dieser Definition, die in Deutschland Gültigkeit hat, ist ein Mensch auch dann tot, wenn sein gesamtes Gehirn nicht mehr funktioniert und das unumkehrbar. Um dieses richtig zu diagnostizieren, müssen drei Punkte letztlich erfüllt sein. Zum einen müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Da kommt der Arzt auf die Intensivstation zu einem beatmeten Patienten und muss an ihm jetzt diese Hirntoddiagnostik durchführen. Die allererste Bedingung ist, dass ich sicher gehe, dass sein Zustand nicht daran liegt, dass er zum Beispiel starke Narkosemittel drin hat. Denn jeder Mensch, der operiert wird und eine Narkose in seinem Körper hat, wirkt nach außen Hirntod. Warum? Weil seine gesamte Hirnleistung gerade nicht funktioniert, völlig klar. Aber in dem Moment, wo der Anästhesist die Narkose wieder rausnimmt, strahlt die helle Funktion der Hirnaktivität wieder auf und jeder weiß, der ist natürlich nicht hirntot. Deswegen muss ich als Arzt sicher gehen, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind, nämlich, dass dort eben keine Sedierung vorliegt, dass er nicht intoxikiert ist, das heißt, dass er keine Vergiftungen hat mit irgendwelchen Drogen, die dazu führen, dass er scheinbar hirntot ist. Oder eine erniedrigte Körpertemperatur kann ebenfalls dazu führen, dass jemand hirntot wirkt, aber nicht ist. Das heißt, es muss sichergestellt werden, dass diese gesamten Voraussetzungen, die von außen auf unser Gehirn einwirken und dazu führen, dass wir nach außen hin wie hirntot wirken, nicht gegeben sind, sondern dass der Hirntod wirklich von dem Gehirn selbst auskommt. Das heißt meistens eben eine schwere Hirnblutung, die das dann verursacht. Wenn das erfüllt ist, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann komme ich zum zweiten Schritt und untersuche den Patienten. Und ich brauche drei Symptome, die ich an ihm finde. Zum einen muss er ein tiefes Koma haben. Koma bedeutet, dass ich schwere Schmerzreize setze, zum Beispiel an der Nasenschleimhaut ihn stark kneife oder über dem Brustbein reibe und darauf keinerlei Reaktion bekomme. Selbst Menschen, die weit, weit weg sind, reagieren meistens auf starke Schmerzreize, indem sie zumindest irgendwelche Abwehrbewegungen machen. Ein Hirntoter reagiert da nicht mehr drauf. Ein Hirntoter hat keinerlei Reaktionen auf die Außenreize, weil er nichts mehr wahrnimmt. Das heißt, das wichtigste Symptom bei einem Hirntoten ist ein tiefes Koma. Der zweite Punkt ist die sogenannte Hirnstammareflexie in den nächsten Folien.
Die Hirnstammareflexie untersucht einen ganz bestimmten Bereich des Gehirns. Ich weiß nicht, ob wir hier Elektriker oder Elektroniker unter uns haben. Im Grunde genommen ist der Hirnstamm, genau das funktioniert, ist der Hirnstamm, jetzt habe ich es selber weitergemacht wahrscheinlich, genau hier, dieser Bereich, wo man sich vorstellen muss, dass alle Nerven, die wir im Körper haben, in unser Gehirn ziehen und alle Aktivitäten in unserem Gehirn durch den Hirnstamm wieder in unseren Körper gehen. Das heißt, das ist die riesige Autobahn an Nerven, wo alles durchgeht, was wir in unserem Körper an Nerven haben, zu unserem Gehirn und aus dem Gehirn in unseren Körper rein. Und genau diesen Bereich untersuche ich, indem ich die sogenannten Hirnstammreflexe teste. Der bekannteste Hirnstammreflex, den wir haben, ist die Pupillenreaktion. Bei der Pupillenreaktion ist es so, dass ich mit der Lampe in das Auge reinleuchte und untersuche, ob sich das Auge verengt und auch, ob die Gegenseite sich verengt. Denn das passiert gleichzeitig. Wenn ich in das eine Auge reinleuchte, werden sich beide Pupillen, wenn alles in Ordnung ist, verengen. Das sieht man in der nächsten Folie. Und dort untersuche ich im Grunde genommen den Kreislauf von den Nerven, die aus dem Auge in unser Hirnstamm gehen, dort umgeschaltet werden und wieder zu den Augen zurückführen. Wenn das funktioniert, das kennt man, denke ich, aus Film oder aus jeder Arztserie, dass da diese Pupillenreaktion getestet wird. Wenn das funktioniert, weiß ich, auf dieser Ebene funktioniert der Hirnstammreflex. Aber wenn ich reinleuchte und es passiert nichts, dann mache ich mir als Neurologe ganz schön große Sorgen. Weil dann weiß ich, dass irgendwo auf dem Weg des Nervens zum Hirnstamm oder zurück irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und durch bestimmte genauere Untersuchung der Pupillenreflexion kann ich sagen, dass das Problem im Hirnstamm selbst liegt. Und wenn ich eine Pupillenareflexie habe, kann ich sagen, dass auf der oberen Ebene, da wo jetzt der grüne Kreis gerade ist, unser Hirnstamm nicht mehr funktioniert. Und genauso gehe ich vor bei allen weiteren Hirnstammreflexen. Ich teste sozusagen Etage für Etage des Hirnstamms, um genau herauszufinden, ob unser Hirnstamm noch funktioniert oder nicht. Und die Bedingung für einen Hirntod ist, dass alle Hirnstammreflexe ausgefallen sein müssen. Das heißt, dass kein einziger Reflex des Hirnstamms mehr funktionieren darf. Und wenn das erfüllt ist, dann habe ich die sogenannte Hirnstamm-Areflexie, also die nicht mehr vorhandene Reflexe des Hirnstamms. Und dann gehe ich zum dritten Punkt, und der ist besonders eindrücklich aus meiner Sicht. Das ist der sogenannte Apnoe-Test. Apnoe heißt nichts anderes, als dass nicht geatmet wird. Das Atemzentrum sitzt in unserem Hirnstamm und gibt unserer Lunge permanent Befehl, dass wir atmen sollen. Und wenn dieses Atemzentrum ausfällt, dann kann ich nicht mehr eigenständig atmen. Dann kann ich nur noch mit Hilfe einer Beatmungsmaschine atmen, was eben auf der Intensivstation meistens der Fall ist. Nicht immer, weil das Hirn, weil dort der Fehler liegt, aber bei dem Hirntoten liegt genau hier der Punkt, dass unser Befehlszentrum atme, atme, atme nicht mehr funktioniert. Aber wie finde ich das raus bei einem Patienten, der beatmet ist? Er wird ja jetzt von extern von einer Maschine beatmet, und wie weiß ich, dass diese Person kein Atemzentrum mehr hat, kein funktionierendes Atemzentrum? Das mache ich dadurch, dass ich ihn tatsächlich von der Maschine abnehme. Ich muss einige Vorbereitungen treffen, die relativ kompliziert sind, die aber hier nicht so entscheidend sind. Der entscheidende Punkt ist, dass ich, nachdem ich ihn ausführlich vorbereitet habe, damit er darunter keinen Schaden nimmt, ihn tatsächlich von der Beatmungsmaschine abnehme und gucke. Und mir den Patienten angucke und frage, schnappt der jetzt nach Luft oder nicht? Und wenn der nicht nach Luft schnappt, nach einer bestimmten Zeit und wenn bestimmte Werte erfüllt sind, kann ich sicher sagen, dass dein Atemzentrum nicht mehr funktioniert. Das bedeutet, dass wir einen Menschen vor uns liegen haben, der lebenslang nicht mehr eigenständig atmen werden kann, sondern für immer auf ein Atemgerät angewiesen ist und der, mal abgesehen davon, auch überhaupt keine Hirnleistungen mehr hat. Wenn diese drei Symptome erfüllt sind, Koma, Hirnstammareflexie und der dritte Punkt, der Apnoe-Test, dann gehe ich zum allerletzten Schritt und möchte jetzt noch beweisen, dass dieser Befund nicht nur heute so ist, sondern auch morgen, in einer Woche, in 10 Jahren. Das heißt, ich möchte zeigen, dass dieser Patient leider für immer seine Hirnfunktion verloren hat. Und hier wird häufig
der sogenannte Irreversibilitätsnachweis. Und hier wird häufig dann die apparative Diagnostik hinzugezogen. Es gibt mehrere apparative Diagnostiken, die ich verwenden kann, um zu gucken, wie unsere Hirnleistung gerade so funktioniert. Das bekannteste davon ist das EEG. Das EEG leitet auf der Kopfoberfläche die elektrischen Aktivitäten unseres Gehirns ab. Und in der Regel sieht unser EEG so aus wie hier oben, das sogenannte Zacken-TV. Man sieht ganz viele Zacken, ganz viele Kurven, die hoch und runter gehen. Das ist das, was der Neurologe liebt. Er guckt sich das EEG an, um genau herauszufinden, wie ist die Hirnaktivität, an welcher Stelle ist sie vielleicht etwas vermindert oder gibt es dort vielleicht besondere epileptische Entladungen. Das heißt, das ist ein Standardinstrumentarium, womit der Neurologe sich genauer die Hirnfunktion angucken kann. Was aber bei einem Hirntoten passiert, ist, dass dort keine einzige Zacke mehr auftritt. Das sogenannte Nulllinien-EEG. Das sieht man im unteren Bild. Das heißt, dass die Linien gerade durchlaufen und überhaupt keine Hirnaktivität mehr da ist. Dazu muss man sagen, dass das EEG 1 bis 2 Zentimeter in die Tiefe des Gehirns misst. Das heißt, ich messe nicht, was hier ganz, ganz tief drinne liegt, aber ich messe die Oberfläche, den Kortexbereich, der extrem wichtig ist für die höheren Funktionsleistungen. Das bedeutet, bei einem Nulllinien-EEG zeige ich, dass die obere Hirnfläche nicht mehr aktiv ist, überhaupt keine neurologische Aktivität. Dann kann ich hergehen und mir die Blutversorgung des Gehirns genauer angucken, indem ich zum Beispiel Kontrastmittel spritze und dann gucke im Gehirn, ob dort das Kontrastmittel ankommt. Das ist ein Bild, wie es bei einem Gesunden aussieht. Hier sieht man schön die Hirnkreisläufe im Gehirn, die toll durchblutet sind, diese weißen Streifen, die alle gut gefüllt sind. Aber bei einem Hirntoten sieht es anders aus. Im nächsten Bild sieht man, dass, die Scintigraphie noch einmal, da müsste irgendwo noch ein Bild dazwischen sein, vielleicht ist es verloren gegangen. Bei einem Hirntoten sieht man, dass die weißen Striche am Beginn des Bildes abbrechen. Und dass dort, wo die Gefäße in das Gehirn eintreten, dass sie dort aufhören und nicht mehr weiter unser Gehirn versorgen. Das bedeutet, dass ein Hirntoter keine intakte Hirndurchblutung mehr hat. Und was passiert mit einem Organ, was nicht mehr durchblutet wird? Es stirbt ab. Das heißt, ein Hirntoter ist jemand, dessen Gehirn im Begriff ist, abzusterben. Das kann man jetzt im nächsten Bild auch mit einer Scintigraphie darstellen, mit einem radioaktiv markierten Material, wo man zeigen kann, links das Bild bei einem Gesunden, da ist ganz schön viel Aktivität da, da wird Sauerstoff verarbeitet und auf der rechten Seite jemand, der quasi einfach nur noch weiß drin hat, das heißt keine radioaktive, keine Materialien, die dort noch weiter verarbeitet werden. Das bedeutet, dass ich jetzt ganz am Ende zeigen kann, dass es irreversibel ist. Das bedeutet, dass dieser Mensch nie wieder Hirnleistungen erbringen kann. Das heißt, dass sein Gehirn für immer abgestorben ist. Bei einem Patienten, der auf der Intensivstation liegt, dessen Herz weiter eigenständig schlägt. Und jetzt komme ich zu dem letzten Schritt in der nächsten Folie und unterschreibe, dass diese Person tot ist. Das ist besonders radikal, weil man, und da tun sich auch viele Neurologen und Neurochirurgen schwer mit, man unterschreibt auf dem Blatt Papier im Grunde genommen, dass er tot ist, obwohl da noch ein doch sehr lebendig wirkender Mensch liegt. Denn er ist noch warm, sein Herz schlägt noch, er kann noch Nahrung verarbeiten und einiges mehr. Und trotzdem unterschreibe ich Bestätigung des Todes gemäß des Paragraphen so und so, dass diese Person wirklich tot ist. Und damit kommen wir jetzt zur letzten und alles entscheidenden Frage, stimmt das? Ist jemand, dessen Gehirn wirklich nicht mehr funktioniert? Und ich denke, ich konnte zeigen, dass man das klinisch und auch mit einigen Untersuchungen sehr gut nachweisen kann, dass sein Gehirn irgendwann nicht mehr richtig funktioniert, ist jemand, der wirklich hirntot ist, auch tot? Das ist die entscheidende Frage. Und hier kommen wir zur nächsten Folie einmal. Es gibt eine Ausführung dazu, genau, noch eine Folie weiter bitte. Es gibt eine Ausführung dazu, warum in Deutschland ein Hirntod als tot definiert wird, mit folgender Begründung. Das liest sich relativ kompliziert, aber ich möchte das aufteilen in die eigentlichen Argumente. Die Argumente, die dafür geliefert werden, dass ein Hirntoter wirklich tot ist, sind letztlich zweierlei. Zum einen der Verlust der Fähigkeit zu jeglicher Selbstreflexion sowie zu jeglicher eigenständiger Interaktion mit der Umwelt.
Das liest sich jetzt erstmal relativ kompliziert, meint aber nichts anderes, als dass man sagt, ein Mensch ist so lange Mensch, wie er selber reflektieren kann, wie er die Dinge aus seiner Umwelt wahrnehmen kann, sie verarbeiten kann, intentional denken, das heißt, dass er eine Absicht äußern kann. Er muss es nicht unbedingt mit der Sprache tun, aber dass er in irgendeiner Weise interagiert mit der Umwelt. Das ist eine Person. Und wenn diese Fähigkeit nicht mehr vorhanden ist, ist das keine Person mehr. Und jetzt, die nächste Folie, funktioniert das Argument folgendermaßen. Alle die Eigenschaften, die eine Person ausmachen, nämlich Wahrnehmung, Sprechen, Handeln, Intention, sind bei einem Hirntoten nicht mehr vorhanden. Das ist korrekt. Wenn ein Mensch diese personalen Charaktereigenschaften nicht hat, ist er tot. Und darum drittens, also sind hirntote Menschen tot. Das heißt, das Argument funktioniert darüber, dass man sagt, ein Mensch ist dann ein Mensch, wenn er selber reflektieren kann, wenn er als Person handeln kann. Ein Hirntoter kann das nicht, also ist er tot. Das ist eine ganz schwierige Argumentation, denn in der nächsten Folie sieht man, dass es einige Beispiele gibt, auf die die Definition genauso zutrifft, nämlich, dass die Person nicht reflektieren kann und trotzdem ganz schön lebendig ist. Da haben wir zum Beispiel ein Embryo. Ein Embryo im kleinsten Zustand mit wenigen Zellen kann nicht denken, kann nicht reflektieren, kann nicht intentional handeln, kann überhaupt nichts von dem, was eine Person scheinbar tun muss, um eine Person zu sein. Und trotzdem sind diese wenigen Zellen umfassendes Leben. Leben, was sich geschützt gehört. Da sagen dann die Verteidiger dieser Konzeption, ja, das ist aber nicht irreversibel. Wir müssen ja nur lang genug warten und dann ist aus einem Embryo jemand geworden, der eine eigenständige Persönlichkeit geworden ist. Und bei einem Hirntoten haben wir einen irreversiblen, einen unumkehrbaren Zustand. Das stimmt. Aber wie ist das mit anenzephalen Neugeborenen? Anenzephal bedeutet Enzephalon, Gehirn, anenzephal, kein Gehirn. Das sind Neugeborene, die leider ohne Großhirn auf die Welt kommen. Ihr Kopf hört quasi auf dieser Ebene zu existieren. Das sind tragische Bilder, wenn man sich das mal genauer anguckt. Und diese Neugeborene haben meistens nur wenige Tage Überlebenswahrscheinlichkeit. Und trotzdem sind auch die anenzephalen Neugeborene komplette Leben. Denn niemand würde behaupten, dass diese kleinen Wesen, nur weil sie nicht selber denken können, nur weil sie nichts wahrnehmen, aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht leben. Das heißt, wir haben relativ viele Beispiele dafür, dass wir Situationen haben, wo bestimmte Personen kein psychisches Innenleben haben, keine Wahrnehmung haben und trotzdem umfassendes Leben sind. Und deshalb kann man mit dieser Argumentation nicht mitgehen, was auch ganz, ganz viele Verteidiger der Hirntodkonzeption wissen und deshalb eine neue Argumentation letztlich initiiert haben in der nächsten Folie. Und zwar funktioniert das neue Argument darüber, dass man sagt, unser Gehirn ist die Schaltzentrale des Gehirns. Und jetzt wird es ganz schön abstrakt und das ist der Punkt, wo dann viele auch aussteigen. Aber man muss sich das einmal genauer angucken und ich denke, dann versteht man, was die damit meinen. Und zwar sagen sie, unser Gehirn ist die Schaltzentrale. Und wenn diese Schaltzentrale nicht mehr funktioniert, dann sind wir tot. Oder anders ausgedrückt, unser Organ Gehirn ist notwendig für die Integration der Körperfunktion zur Einheit der Lebewesen. Das ist sozusagen die offizielle Sprechweise. Das heißt, unser Gehirn ist dazu notwendig, um alle anderen Körperfunktionen zu einer Einheit zu integrieren, zusammenzuführen. Und wenn unser Gehirn nicht mehr funktioniert, dann habe ich die Situation, dass die restlichen Lebensfunktionen nicht mehr zu einer Einheit zusammengeführt werden kann. Und damit habe ich den Befund, dass diese Person wirklich tot ist. Das sieht man jetzt in der nächsten Folie nochmal aufgeschlüsselt, die Argumentation. Die Schaltzentrale, also sozusagen da, wo man sagt, wo es lang geht, das ist unser Gehirn. Unser Gehirn bestimmt, wie unser ganzes Leben aussieht, nicht weil es unser Gehirn ist, sondern weil auf der Basis des Gehirns unser Denken funktioniert. Und wenn diese Schaltzentrale, die verschiedenen Regelkreise des biologischen Lebens zusammenhält, nicht mehr vorhanden ist, dann zweitens, dann haben wir einen Organismus, der nicht mehr zu einer Einheit integriert werden kann und daher drittens sind hirntote Menschen tot. Dazu gibt es Folgendes einzuwenden in der nächsten Folie. Wir haben in der Vergangenheit immer mehr
Personen und vor allem auch namhafte Neurologen, die genau das in Frage stellen. Einmal die Folie bitte einmal durchblättern. Und zwar haben wir ganz, ganz viele Befunde bei einem Hirntoten, die absolut erstaunlich sind. Ein Hirntoter kann nämlich noch ganz schön viel dafür, dass er hirntot ist. Sein Magen-Darm-Trakt funktioniert noch. Wenn er eine Infektion hat, kann er darauf mit einer entsprechenden Gegenreaktion reagieren. Das heißt, sein Immunsystem funktioniert noch, wenn auch eingeschränkt. Er kann auf fieberhafte Reaktionen entsprechend reagieren. Er kann auf bestimmte Kreislaufsituationen wie Hypotonie reagieren. Und ich denke, das ist das Eindrücklichste. Wenn eine Person, eine Frau, schwanger ist und als Schwangere hirntot wird, kann sie dieses Kind noch zur Welt bringen. Nicht, wenn das gleich am Anfang der Schwangerschaft ist. Das liegt einfach daran, dass die Lebenswahrscheinlichkeit von einem Hirntoten extrem kurz ist, wenige Wochen bis einige Tage. Aber wenn es zum Ende der Schwangerschaft ist, so gibt es einige Berichte darüber, also wissenschaftliche Berichte darüber, dass eine hirntote Frau, das heißt, da liegt eine Frau, die ist schwanger und ihr Gehirn funktioniert nicht mehr, sie ist hirntot, aber sie kann dieses Kind per Kaiserschnitt noch auf die Welt bringen, und zwar nicht, es muss nicht am selben Tag geschehen, denn dieses Kind ist komplett unabhängig von der Hirnleistung der Mutter und dieses Kind wird weiterhin versorgt. Dieses Kind wird weiterhin genauso umsorgt, wie es sein muss, damit es eben sich gut entwickeln kann und dann eben entsprechend geboren werden kann. Und ich denke, das ist das eindrücklichste Beispiel dafür, dass wir hier eine Situation vorliegen haben, wo zwar die Schaltzentrale der Mutter nicht mehr funktioniert und sie wird auch nicht mehr funktionieren. Denken wir einfach daran, Hirntod bedeutet wirklich, diese Person kann nie wieder Hirnleistungen erbringen. Aber trotzdem kann eine schwangere Frau noch ein Kind zur Welt bringen. Von vielen Seiten gibt es deshalb inzwischen starke Kritik an der Hirntodkonzeption. Es gibt einen namhaften Neurologen, der in einem großen wissenschaftlichen Paper gesagt hat, in The New England Journal of Medicine, dass wir eventuell darüber nachdenken sollten, von einem gerechtfertigten Töten zu sprechen. Dass er sagt, wir brauchen die Organe, und ein Hirntoter ist noch nicht wirklich tot, aber lasst uns doch einfach den Terminus einführen, gerechtfertigtes Töten, weil diese Person wird sowieso bald versterben am Hirntod und deshalb können wir auch jetzt schon sozusagen aktiv eingreifen, die Organe entnehmen und daher können wir eben ein sogenanntes gerechtfertigtes Töten durchführen. Das wird in Deutschland definitiv von allen Seiten abgelehnt und in Deutschland sind diejenigen, und das muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen, die eine Organtransplantation durchführen und auch die Neurologen und Neurochirurgen, die einen Hirntod feststellen, zutiefst davon überzeugt, dass die Person wirklich tot ist und dass sie eben nicht gerechtfertigt töten, sondern sie glauben, dass diese Person wirklich tot ist und deshalb einen guten Grund haben, sozusagen die Organe dort zu entnehmen. Aber die Frage ist ja nicht die, was denken die Neurologen und Neurochirurgen und auch die Organtransplantanten, sondern die Frage ist danach, was ist der eigentliche Befund? Und der Befund zeigt, dass es eigentlich keine wirklich gute und solide Argumentation dafür gibt, zu sagen, jemand, der hirntot ist, ist auch wirklich tot. In der nächsten Folie sieht man beispielsweise einmal diesen Neurologen, der das gesagt hat, und ganz unten in Fett sagt er dann, dieses homöostatische Gleichgewicht ist nicht verloren gegangen, also auch wenn die Schaltzentrale nicht mehr funktioniert, sondern über Jahre hinweg kann eine umfassende integrierte Funktion aufrechterhalten werden. Denn wenn ein Kind, ein Kleinkind, hirntot wird, so kann dieses tatsächlich nicht nur für wenige Wochen noch überleben, sondern dann auch für Jahre. Auch die Philosophen äußern sich inzwischen extrem kritisch in der nächsten Folie. Und zwar ein namhafter Philosoph, der aus meiner Geburtsstadt kommt, aus Bielefeld, Ralf Stöcker, schreibt in seinem Buch Der Hirntod auf der Rückseite, das Problem ist also nicht, ob hirntote Menschen tot sind, sondern wie man sie behandeln darf, obwohl sie noch nicht tot sind. Das ist inzwischen Konsens im Bereich der Philosophie. Und auch die Juristen tun sich sehr schwer mit der Hirntodkonzeption. In der nächsten Folie sieht man, dass extrem viele Juristen inzwischen sehr, sehr kritisch dem gegenüberstehen und zum Beispiel auch eine Betreuung eingerichtet haben für eine hirntote Person. Und man muss sich eben fragen, wie kann ein toter Mensch betreut werden durch eine Betreuerin? Das geht eigentlich nur bei Lebenden. In der nächsten Folie sieht man, dass der Deutsche Ethikrat
auch sich sehr schwer getan hat mit der Hirntodkonzeption. 18 Personen waren für die Hirntodkonzeption, aber 7 waren dagegen. Und sie haben gesagt, der Hirntod ist keine hinreichende Bedingung für den Tod des Menschen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle zusammenfassen in der nächsten Folie, dass die gesamte Frage der Organspende, der postmortalen Organspende, letztlich an der Frage hängt, ob die Hirntodfeststellung einen echten Tod feststellt. Und aus meiner Sicht stellt die Hirntodfeststellung eben nicht den eigentlichen Tod des Menschen fest. Und damit ergibt sich natürlich, dass alles Weitere, was hier dann folgt, entsprechend gestrichen werden muss. In der nächsten Folie nochmal die Zusammenfassung. Ein Hirntoter ist nicht tot, sondern liegt im Sterben. Ein Hirntoter hat nicht die Chance, nochmal in ein normales Leben zurückzukehren. Das muss man ganz klar sagen. Sein Gehirn ist unwiederbringlich verstorben. Aber alle anderen Hirn oder viele andere Funktionen des Lebens funktionieren noch. Und deswegen muss man korrekterweise sagen, dass jemand, der hirntot geworden ist, im Sterben liegt und eben noch nicht tot ist. Und das bedeutet dann eben auch, dass eine Organtransplantation postmortal nicht durchzuführen ist und aus ethischen Gründen tatsächlich abgelehnt werden muss. Die nächste Folie bitte. Hier noch einmal der Verweis auf 1. Mose 1, Vers 26 bis 27. Dort sagt Gott, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Das bedeutet, dass Gott deutlich macht, dass jedes Leben absolut heilig ist. Dass das Leben desjenigen, der an einer schweren Erkrankung leidet und deshalb auf ein Organ angewiesen ist, dass der genauso wertvoll ist wie jemand, der im Sterben auf der Intensivstation liegt mit einem Hirntod. Die Heiligkeit des Lebens kennt hier keine Unterschiede und deswegen kann ich nicht das eine Leben zugunsten des anderen ausspielen. Die Menschheit ist nicht, und das macht die Bibel ganz eindeutig klar, das Produkt eines kosmischen Unfalls, sondern das Ergebnis einer geplanten Schöpfung des ewigen Gottes. Die Heiligkeit des menschlichen Lebens ist direkt an das Schöpfungshandeln Gottes gebunden. Ja, die Würde des menschlichen Lebens ist konstituiert, also maßgeblich definiert dadurch, dass Gott uns geschaffen hat in seinem Bild. Und deswegen sind wir als schöpfliche Wesen darauf angewiesen, dass Gott uns sagt, wie wir mit diesem Leben umzugehen haben. Was passiert, wenn man die Würde des Menschen anders begründet? In dem Moment, wo wir die Würde des Menschen anders begründen als darüber, dass Gott uns geschaffen hat, machen wir uns zwangsläufig abhängig von bestimmten Eigenschaften, die ein Mensch erfüllen muss, damit er lebendig ist. Der Nuklearphysiker Winston Duke sagte, eine philosophische Begründung wird einen Menschen über sein Bewusstsein definieren, über seinen Willen, über seinen Verstand. Daraus wird jedoch letztlich folgern, dass nicht alle Menschen auch Menschenwürde haben. Es würde bedeuten, dass es inhumaner wäre, einen erwachsenen Schimpansen zu töten, als ein neugeborenes Baby, da ein Schimpanse mehr Bewusstsein hat als ein Neugeborenes. Zum Glück ist hier die Bibel absolut unmissverständlich. In der nächsten Folie mit Jesaja 64, Vers 7. Nun aber bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Und damit möchte ich das auf den Punkt bringen. Ich möchte noch einmal deutlich machen, dass diejenigen, die beteiligt sind an einer Organtransplantation, dass die zu jedem Zeitpunkt davon überzeugt sind, dass sie hier einen Hirntoten und damit auch einen toten Menschen vor sich haben. Und dass man hier sehr, sehr vorsichtig sein muss, ihnen irgendeinen pauschalen Vorwurf zu machen. Aber die Frage für uns als Christen ist ja nicht die, wie handeln die Ärzte prinzipiell, sondern was ist das richtige Handeln? Und handelt es sich bei der postmortalen Organspende wirklich um eine Spende, die ethisch vertretbar ist? Und aus meiner Sicht ist dem nicht so. Ich kann mir vorstellen, dass einige Fragen aufgekommen sind und wir werden nach dem Gottesdienst auch noch die Möglichkeit haben, einige Fragen zu besprechen. An dieser Stelle nochmal in der nächsten Folie möchte ich darauf hinweisen, dass hier vorne was ausliegt. Zum einen unser CDK-Rundbrief. CDK steht für Christen im Dienst an Kranken, zusammengesetzt aus Pflegepersonal und Ärzten. Und in diesem Rundbrief ist auch eine Zusammenfassung von der Ausführung heute enthalten.
Nächste Folie bitte. Für diejenigen, die eher das Mediale bevorzugen, möchte ich auf den Channel hinweisen, Meditalk, wo christliche medizinische Fragestellungen besprochen werden. Und auf das Buch, worauf schon hingewiesen wurde, heute für 5 Euro, Was sag ich wenn, wo nicht die medizinischen Fragen besprochen werden, sondern eher apologetische Fragen rund um, warum gibt es Gewalt im Alten Testament, warum gibt es Leid. Es ist ein relativ schmales Buch, sodass man es eigentlich auch ganz gut lesen kann. Also für den Fall, dass da Interesse ist, bedient euch gerne nach dem Gottesdienst hier vorne. Und auf der nächsten Folie dann noch für diejenigen, die es ganz genau nachlesen wollen, dann auch nochmal die Quellenangabe. Ganz vielen Dank jetzt erstmal für die konzentrierte Höratmosphäre und ich bin dann auf die Fragen später gespannt.